Action. Oder wie wolltet ihr das haben? Ich finde es immer schade, wenn Dinge weggeworfen werden, die noch funktionieren. Leute, die einfach aus Überzeugung kommen und sagen, ich will das jetzt nicht einfach wegschmeißen. In Köln passiert ganz viel, was das angeht. Hallo bei Mit Rahel unterwegs. Rahel, das bin ich und unterwegs bin ich heute in Köln. Hier werde ich mir anschauen, wie sich Menschen dafür einsetzen, ihre Stadt lebenswerter zu machen. Deshalb bin ich heute zu einem Picknick verabredet und zwar mit Lebensmitteln, die normalerweise im Müll gelandet wären. Und ich werde mein Fahrrad fit für den Frühling machen, nicht in einer teuren Fahrradwerkstatt, sondern in einem Repair-Café. Also, los geht's! Meine erste Station führt mich in den Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Dieses Veedel, wie die Kölner sagen, ist ziemlich angesagt und multikulturell. Schließlich wohnen in Köln Menschen aus 180 verschiedenen Nationen. Ich bin jetzt hier im Bürgerzentrum in Ehrenfeld angekommen und hier ist heute das Motto Reparieren statt Wegwerfen. Hier findet nämlich regelmäßig ein Repair-Café statt und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo! Ich würde gerne mein Fahrrad reparieren. Okay, was ist denn kaputt? Da ist, die Gangschaltung funktioniert nicht mehr richtig. Also es funktioniert nur noch ein Gang von, keine Ahnung. Okay. Hier kann jeder mit seinen defekten Geräten und Dingen vorbeikommen und sie selber reparieren. Alles, was man dafür braucht, findet man hier. Und auch Hilfe, wenn man mal nicht weiterkommt, wie bei einem Akkuschrauber oder kaputten Klamotten. Ehrenamtliche helfen immer gerne weiter. Martin hilft mir beim Reparieren meiner Gangschaltung und zeigt mir ein paar Tricks. Das Schalten funktioniert. Repariert. Er bastelt leidenschaftlich gerne an Fahrrädern. Warum machst du hier mit beim Repair Café? Ich finde es immer schade, wenn Dinge weggeworfen werden, die noch funktionieren. Und was ich dagegen tun kann, ist selber reparieren. Was würdest du sagen, reparierst du am liebsten? Ich glaube, neue Dinge. Ich mag neue Dinge. Also aber Sachen, was, die was du ich noch sonst nicht mehr vorher schon mal repariert hast. Genau, aber was spannend ist, was ich überhaupt nicht mag, sind Kaffeemaschinen. Mhm. Warum? Meistens sind die einfach nur verkalkt und die Leute müssten mal die entkalken und es ist auch einfach super frickelig und es ist nichts Spannendes, Elektronisches drin. Ich bin halt Ingenieur. Mhm. Wenn man sich vielleicht ein bisschen reindenken in die Dinge. Genau, brauchen Herausforderungen. Was würdest du dir denn wünschen, damit Köln noch fahrradfreundlicher wird? Mehr Fahrradwege, weniger Parkplätze. Was einfach, ich weiß nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ich habe mal gehört, Tempo 30 für Autos wäre klug, um die Autos aus der Stadt rauszukriegen. Einfach weniger Autos in die Stadt reinlassen. Die Autos sind die größte Gefahr für die Fahrradfahrer in der Stadt. Im Repair-Café ist richtig viel los. Einmal im Monat wird es von Ehrenamtlichen veranstaltet. Eine davon ist Dunja. Was würdest du sagen, ist das Ziel hier von diesem Repair-Café? Also in erster Linie geht es tatsächlich darum, die Leute zu sensibilisieren. Also dass man einen Ort hat, den muss man einfach auch wirklich anbieten. Und ich glaube, so die Atmosphäre führt auch dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt und merkt, ach, das geht ja doch und super. Wir hatten schon einige, die öfter gekommen sind, weil sie gesehen haben, ah, das funktioniert. Ja, und man lernt ja auch wirklich Leute kennen. Absolut. Und auch vielleicht seine Nachbarschaft besser kennen. Absolut, so, ne? Genau. Ja. Wir wollten ja von euch im Vorfeld wissen, ob ihr Fragen zum Repair-Café habt. Und da konntet ihr uns auf Facebook, Instagram und auf goethe.de Fragen stellen. Und die werde ich jetzt mal Dunja stellen. Dunja, auf goethe.de kam die Frage, was hier hauptsächlich repariert wird. Mhm. Also es sind tatsächlich Haushaltsgeräte. Klassiker ist ein DVD-Player oder eine Hi-Fi-Anlage, Toaster. Also das ist so der Standard. Was würdest du sagen, was für Menschen kommen hierher? Also sind das Leute, die ja, vielleicht sich nichts Neues leisten können oder die einfach nichts wegwerfen wollen? Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, von jedem ein bisschen. Ja. Also da liegst du schon vollkommen richtig. Es sind sicherlich auch Leute, gerade hier im Bürgerzentrum, die sich eine Reparatur nicht leisten könnten. Aber auch Leute, die einfach aus Überzeugung kommen und sagen, ich will das jetzt nicht einfach wegschmeißen. Ich könnte mir das leisten, aber das ist doch Wahnsinn. Und das finde ich eine schöne Mischung. Ne? Also, dass man wirklich sieht, es gibt da, es gibt Autos. Das ist zum Beispiel ein älteres Weckermodell und jetzt geht er wieder. Ist doch perfekt.
Genau, voll toll. Sehr schön. Also meinen Besuch im Repair-Café fand ich richtig, richtig gut. Meine Gangschaltung funktioniert endlich wieder. Und was ich besonders schön finde, ist, dass es nicht nur ums Reparieren geht, sondern auch darum, sich auszutauschen, seine Nachbarschaft besser kennenzulernen und einfach, ja, gemeinsam an was zu arbeiten. Nicht nur ich, sondern auch die Menschen in Köln lieben Fahrradfahren. Es gibt hier schätzungsweise 1 Million Fahrräder im Vergleich zu rund 488.000 zugelassenen Autos. Nicht schlecht, oder? Alter, ist das schwer! Köln hat übrigens gut 1 Million Einwohner und ist damit die größte Stadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Der Kölner Dom ist nicht nur die Sehenswürdigkeit der Stadt, sondern löst auch bei vielen Kölnern Heimatgefühle aus. Meine nächste Verabredung ist im belgischen Viertel. Das ist eine der beliebtesten Wohngegenden in Köln. Hier sieht es auch echt schön aus. Es gibt Blümchen und coole Cafés neben traditionellen Brauhäusern. Und ich treffe Tine. Sie ist Teil der Initiative foodsharing.de. Tine, ihr rettet ja beim Foodsharing Lebensmittel. Wie genau funktioniert das? Das ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Natürlich funktioniert Foodsharing immer gleich, dass wir Lebensmittel retten, aber halt auf anderen Ebenen. Wir haben einmal die Produzentenebene. Nicht längst alles, was der Bauer verkauft, kommt erst in den Markt. Dann haben wir die Betriebe, die leider auch immer aussortieren müssen. Und Menschen wie dich und mich, die zu Hause vielleicht mal Lebensmittel überhaben. Genau, und was mit den geretteten Lebensmitteln dann passiert, das könnte ich dir direkt eben zeigen, Sehr gerne. Du magst. Okay. Ganz in der Nähe soll eine sein, eine der vielen Verteilerboxen in Köln. Da drin gibt's gerettetes Essen zum Mitnehmen. Tine, wie kommen die Lebensmittel denn in diesen Verteiler rein? Diese Verteiler werden von Privathaushalten genutzt. Das heißt, jeder kann dorthin gehen, kann Lebensmittel reintun und auch wieder rausnehmen. Da landen dann zum Beispiel so Bananen drin, die so ein bisschen braun geworden sind. Jemand mag sie nicht mehr essen, aber jemand anders vielleicht schon. Mhm. Wir wollten von euch ja auch wieder wissen, welche Fragen ihr zum Thema Foodsharing habt. Und Tine, da kam unter anderem die Frage, woher man denn weiß, wo so ein Verteiler ist. Alle Verteiler findest du auf unserer Website foodsharing.de. Da gibt es eine Karte und da kannst du von deinem Standpunkt aus schauen, wo in meiner Nachbarschaft befinden sich so Verteiler. Super. Tina, was würdest du sagen, wie groß ist das Problem Lebensmittelverschwendung? Es ist ein Riesenproblem, vor allen Dingen ein Umweltproblem, weil das natürlich eine irre Ressourcenverschwendung ist. Wenn man überlegt, dass wir 18 Millionen Tonnen Lebensmittel wegschmeißen, das jedes ist auf dich. Jedes Jahr in Deutschland. Wie viel werden die Verteiler denn genutzt? Die werden sehr, sehr, sehr gut genutzt. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn wir jetzt den Verteiler mit unserem Hab und Gut befüllen würden und in 2 Stunden wiederkommen würden, dann wäre er wahrscheinlich leer. Mhm. Ja, also das funktioniert wirklich hervorragend. Immer wieder erstaunlich, was für ein kleines Verschwindekabinett das ist. Tino und ich nehmen uns ein paar Leckereien aus dem Verteiler mit und holen uns etwas zu trinken an einem der vielen Kioske in Köln. Wir machen ein kleines Picknick am Brüsseler Platz. Der ist ein beliebter Treffpunkt, vor allem an warmen Sommerabenden. Würdest du sagen, dass die Kölnerinnen und Kölner großen Wert auf Nachhaltigkeit legen? Ich würde sagen, ja. Köln ist eine sehr bodenständige Stadt. Mhm. Köln ist irgendwie eine ehrliche Stadt. Das merkt man, wenn man hier durchgeht. Man hat viele kleine Fädel. Jedes Fädelchen fühlt sich irgendwie an wie ein kleines Dorf. Viele Leute kennen sich untereinander, man begrüßt sich. Deswegen engagiert sich auch jeder sehr bodenständig. Keiner ist sich für irgendwas zu schade oder so. Es sind einfach sehr direkte Menschen. Tine, auf goethe.de hat eine Leserin gefragt, wie groß die Foodsharing-Community in Köln ist. Also es gibt insgesamt rund 42.000 Foodsaver, die über die Seite foodsharing.de registriert sind. In ganz Deutschland dann aber. Genau, im deutschsprachigen Raum, die da aktiv sind. Und Köln ist mit einer der größten Foodsharing-Städte, wenn man das so sagen kann. Genau, in Köln passiert ganz viel, was das angeht. Oh, oh no! Kein Ding. Also ich finde Foodsharing eine super Sache und ich hätte vor allem nicht gedacht, dass man in so einem Verteiler noch so leckere Sachen findet. Und online könnt ihr nachgucken, ob es Foodsharing auch in eurer Stadt gibt. Mein Tag heute in Köln war echt spannend und ich habe viele schöne Ecken der Stadt gesehen. Ich finde es bewundernswert, wie sich Dunja, Martin und Tine dafür einsetzen, dass das Leben in Köln nachhaltiger, schöner und leckerer wird.
Und nächstes Mal bin ich in Berlin unterwegs und schaue mir da an, wie sich die Berlinerinnen und Berliner dafür einsetzen, ihre Stadt noch schöner, lebenswerter und gerechter zu machen. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal.